ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich ein super leckeres Fladenbrotrezept für euch. Das ist meine eigene Idee. Ich hatte mal Tigerbrötchen gebacken und habe mich dann davon einfach inspirieren lassen und habe einen Tigerfladenbrot gebacken. Es ist oberlecker geworden und zeige euch jetzt die Zutaten dazu. Für den Teig brauchen wir 200 ml lauwarmes Wasser, 200 ml lauwarme Milch, 50 ml Öl, ein Würfel frische Hefe, ihr könnt natürlich auch Trockenhefe nehmen, eine Packung, ein Esslöffel Zucker, ein Teelöffel Salz. Wir brauchen Mehl nach Gefühl. Ich werde so ungefähr 650 bis 700 Gramm Mehl nehmen. Erst werde ich alle flüssigen Zutaten mit dem Zucker und Hefe vermischen und gebe dann anschließend Mehl und Salz hinein und bereite den Teig vor. Jetzt gebe ich Mehl und Salz hinein und werde den Teig vorbereiten. Ich habe ganz genau 650 Gramm Mehl genommen. Es kann sich aber je nach Mehlsorte zwischen 650 bis 700 Gramm variieren. Zwischendurch habe ich meine Hände gewaschen und mit Öl bestrichen, so kann ich den Teig besser kneten und der klebt dann auch nicht an den Händen. Ich decke den Teig ab und lasse es so eine Stunde gehen. Ich werde jetzt den Belag vorbereiten. Dafür brauchen wir ein Päckchen Trockenhefe, 50 ml Wasser, 5 Esslöffel Reismehl. Das ist sehr, sehr wichtig. Das müsst ihr nehmen. 2 Esslöffel Öl, ein Teelöffel Zucker und einen halben Teelöffel Salz. Das Ganze wird einfach miteinander vermischt. Mein Teig ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ich werde jetzt aus dem Teig zwei Bällchen vorbereiten und werde zwei Fladenbrote backen. Seht ihr die Bläschen? Daran könnt ihr merken, dass der Teig wirklich sehr, sehr schön geworden ist. Ich werde jetzt ein bisschen Mehl auf das Backpapier geben und beide Teigstücke auf mein Blech geben und auf dem Blech nochmal so ungefähr 30 Minuten gehen lassen. Jetzt werde ich von der Mischung auf den Teig geben und den Teig formen, also in Pita-Form geben. Ich mache erstmal den Rand. Ich werde erstmal die Seiten wieder mit der Mischung bestreichen und gebe jetzt reichlich von der Mischung darüber.
Seiten werde ich dann mit reichlich Sesam bestreuen. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten Video.